Ja, liebe Zuschauer, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich habe jetzt schon so den größten Teil meiner Geschenke, meiner Weihnachtsgeschenke, endlich zusammen. Aber das war auch wirklich eine schwere Geburt. Ich habe mir mal da ein paar Ideen geholt und dort. Ja, jetzt muss ich sie nur noch einpacken. Ja, und das ist natürlich für die meisten ein Graus. Entweder man lässt sie irgendwo in einem Buchgeschäft oder wo man das Geschenk gekauft hat, schon professionell einpacken, muss dann aber stundenlang irgendwo an der langen Schlange anstehen. Oder man macht es halbherzig selbst. Dann geht man los, kauft sich Geschenkpapier auf eine Rolle, ne? Die kosten so zwischen 1, 2, 3 und wenn man ganz besonderes Geschenkpapier haben will, 4 Euro sogar. Und meistens ist es dann so, wenn man Geschenkpapier sucht, man findet einfach nichts. Sie merken schon, um was es heute geht? Genau, um Geschenkpapier. Und ich habe auch etwas Tolles für Sie mitgebracht, für die etwas Fauleren unter Ihnen. Vielleicht ist ein Mann unter Ihnen, der sagt, naja, mit Geschenk einpacken habe ich es nicht so. Auch da habe ich was ganz Tolles für Sie. Schauen Sie mal, wir fangen hier an mit unserem Set. Das ist unser Weihnachtspapier und jetzt passend zur Vorweihnachtszeit natürlich auch mit den passenden Motiven. Und da komme ich jetzt mal hier runter, denn da ist an alles gedacht. Wir haben einmal 6 Bögen Geschenkpapier, also sprich einmal mit den blauen Sternchen, dann für die Kinder mit Schneemannmotiven. So, jetzt steht er nicht mehr auf dem Kopf. Und aber auch mit roten Sternchen. Da ist an alles gedacht. Also 150 Zentimeter, 1,50 Meter. Und das ist eine ganze Menge. Also wie gesagt, wenn man so für einen Meter irgendwo Papier kauft, kann man da locker 2-3 Euro investieren. So, hier ist an alles gedacht. Das war es aber noch lange nicht, was in dem Set mit dabei ist. Denn wenn wir uns das mal hier anschauen, haben wir hier sogar noch für den Preis von 3,71 Euro einmal eine goldene Rolle Geschenkband und zwar dann noch 10 Meter lang, dann noch in Silber 10 Meter lang, also insgesamt 20 Meter Geschenkband. Und für alle Faulen wie ich zum Beispiel, wenn man mal jetzt einen Schmuck verschenkt, die sind ja meistens schon in einer schönen Verpackung, dann haben wir hier auch noch die kleinen Sternchen mit dabei. Und wie einfach das gehen kann, und eigentlich habe auch ich 2 linke Hände, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit einem kleinen Geschenk an. Genug haben wir ja hier liegen und das macht so viel Freude, weil man hat ja wirklich immer so die... Eigentlich, man kauft sich einen Bogen, ne, eine Rolle und dann hat man immer nur eine Rolle und packt dann alle mit der gleichen Geschenkfarbe ein. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hier liefern wir Ihnen gleich 6 Bögen mit nach Hause. 3,71 Euro, ist schon ein Wahnsinnspreis, oder? Jetzt stelle ich das hier mal runter, so, und packe meine Geschenke ein. Was nehmen wir denn mal, was nehmen wir denn mal? Ach ja, eine Rückspiegel-Dashcam, das finde ich auch sehr gut. Das lege ich mir zur Seite. Packe ich das mal hier ein. Also bei mir ist es immer so, das Einpacken, das muss man wirklich mal machen, wenn man ein bisschen Geduld hat, wenn man ein bisschen Zeit hat. Jetzt suche ich hier nur noch das Klebeband. Liebe Regie, ich bräuchte bitte Klebeband, sonst hält das Ganze nämlich nicht. Und jetzt schneide ich mir das hier schön zurecht. So, einmal hier entlang. Übrigens, falls Sie sagen, naja, mit der Schere kriege ich nie einen geraden Schnitt hin, da habe ich nachher auch noch was Schönes für Sie vorbereitet. Das ist aber erst, das kommt im späteren Teil. So, und jetzt schneide ich da hier einmal so lang. So, schön, schön, schön. Das ist ja auch wirklich besonderes Geschenkpapier, ne? Das ist schön rot mit diesen goldenen Sternchen. Das macht schon wirklich viel, viel Freude dann auch beim Beschenken. Denn nicht nur das Geschenk ist wichtig, sondern natürlich dann auch später, wie es eingepackt ist. Also das soll schon auch ordentlich aussehen, ne? Und jetzt brauchen wir hier nochmal einen Schnitt. So, so einfach kann das gehen. Genau. Dankeschön. Jetzt habe ich auch mittlerweile hier mein Klebeband gleich in doppelter Ausführung. Ja, das macht schon Spaß. Also vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsmusik rein, aber davon mal abgesehen. Es ist ja nun wirklich so, dass Geschenke einpacken einfach eine teure Sache normalerweise ist. Ja, da kauft man vielleicht 2-3 Rollen, investiert da locker nochmal 6 Euro. Dann kommt natürlich noch das Geschenkband dazu. Ja, da kann man auch nochmal viel Geld ausgeben. Und hier ist alles im Set dabei. Das ist ja das Schöne. Wir haben an alles gedacht. Und selbst wenn ich jetzt einpackfaul bin oder es soll mal schnell gehen, auch das ist gar kein Problem, denn wir haben ja hier an alles gedacht. So, jetzt habe ich hier Silber. Passt zwar nicht so zu Gold, aber ist ja auch egal. Ne? Ein bisschen Stilbruch kann ja auch mal sein. So, jetzt habe ich hier mein Geschenkband. So, das klebe ich jetzt hier noch einmal schön fest. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Set. So, das ist doch mal schön eingepackt, ne?
So, noch ein Sternchen und dann kommen wir auch gleich zum nächsten. So. Also die Bestellnummer hierfür ist die NC8023 und die 569. Hier noch ein Sternchen drauf. Also, der gute Wille war auf jeden Fall da, oder? So, nächstes Set haben wir hier etwas neutraler. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier mir mal dieses Karierte ausgesucht. Das ist wirklich eine schöne Farbe. Das ist rot. Aber auch da kommt ja noch viel mehr mit dazu. Also wir haben hier im Set 3 Bögen jeweils, also 2x3. Einmal mit dem roten Geschenkpapier, dann noch mit grünen Pünktchen, das. Und sogar noch für die Männer hier, das sieht auch sehr, sehr schön aus, in den Farben Schwarz und Silber. Auch da liefern wir Ihnen, wie gesagt, 6 Bögen mit nach Hause. Aber das war ja noch gar nicht alles, denn das Set ist ja 14-teilig, jeweils noch hier 3 weiße Sternchen. Für alle wie ich, die nicht so gerne einpacken, ja, das klebt man einfach nur drauf und ist schon vollkommen fertig. Dann jeweils noch 3 silberne Sternchen und sogar noch 2 Geschenkrollen, einmal silber und einmal weiß. Und das für sensationelle 4,47 Euro. Für jeden etwas dabei. Also das ist eine ganze Menge, wenn man mal überlegt. 1,50 Meter pro ein Bogen, das ist wirklich sehr, sehr viel. Und da kann man hier auch schön einpacken. Und ich finde, da kann man sich wirklich gleich 2 Sets bestellen. Einmal vom normalen Geschenkpapier, also für jeden Anlass. Oder dann aber auch ganz gern mal das Weihnachtspapier, das ist ja wirklich, da hat man einfach alles dabei. Und bevor ich jetzt ewig viel Geld ausgebe für eine Rolle und dann habe ich wirklich nur ein einziges Motiv, das ist ja dann nicht so schön. Deswegen finde ich das hier ganz klasse, dass wir da die Möglichkeit haben, für kleines Geld, 4,47 Euro, ein 40-teiliges Geschenkpapierset zu Ihnen nach Hause bekommen. Sehr toll gemacht, auch die Sternchen, die kleben von alleine. Also selbst wenn Sie jetzt keinen Leim in der Nähe haben, ist das gar kein Problem. Das ist toll. Die Artikelnummer hierfür, für das Neutrale, also für jeden Geschenkanlass, ist die NC8024 und die 569. Jetzt habe ich noch was Wichtiges angesprochen. Jetzt habe ich natürlich hier mein Geschenkpapier. Ich nehme mir nochmal den Bogen, den Weihnachtsbogen. Jetzt bin ich aber jemand mit einer Schere, ne? Das schneidet man meistens schief und krumm. Jetzt habe ich hier noch was ganz Professionelles für Sie vorbereitet. Und zwar einen Schneider. Den setze ich hier einmal an. Und mach da sofort einen geraden Schnitt, aber sowas von sauber und gerade. Schauen Sie sich das mal an. Das hätte ich mit der Schere niemals so genau hinbekommen. Das ist ganz einfach. Ich setze den hier wirklich nur an. So, zack, schwupps. Also das geht so schnell, das ist ja wirklich Wahnsinn und es macht Spaß. So, noch einmal ansetzen, so. Und dafür sorgt hier natürlich diese scharfe Klinge. Ja, die ist ganz scharf gemacht. Hier setze ich dann mein Geschenkpapier rein und kann wirklich ganz, ganz gerade Schnitte machen. Jetzt werfe ich hier noch einmal drüber. So, ich möchte Ihnen das nochmal demonstrieren, wie einfach das geht. Ansetzen und schwupp, diwupp, einmal hier nur drüber fahren und schon ist mein Geschenkpapier einmal ganz sauber und akkurat durchgeschnitten. Jetzt fehlt aber noch was. Ich habe ja hier vorne schon so ein bisschen, ne, hier mein Geschenkband lieblos hier dran geklebt. Das würde natürlich noch schöner aussehen, wenn man das noch so ein bisschen in mehrere gleichmäßige Teile schneiden könnte. Und das kann ich hiermit auch mit. Ich habe hier ein Chaos verursacht. Ich muss schon alles suchen. Das setze ich hier einmal durch und dann kann ich mein Geschenkband in ganz viele gleichmäßige Teile einmal durchziehen. So, jetzt setze ich das hier rein. So, ziehe einmal durch. Moment. Also da muss man das hier einfach durchstecken. So, 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 so. Und jetzt drücke ich da einmal und mache so. So, und jetzt habe ich das in gleichmäßige Teile hier schön einmal zerschnitten. Normalerweise würde ich das jetzt ganz aufwendig mit einer Schere machen. Ne? Da fange ich dann an, so, dann setze ich die Schere an und mache noch ein Streifchen und noch ein Streifchen. Sie kennen das. Und hier habe ich wirklich alles in ganz feine, kleine, gleichmäßige Teile gemacht. Und das geht so einfach hiermit. Das liefern wir Ihnen im Zweierset mit nach Hause. Also einmal hier für das Geschenkpapier und natürlich einmal für das Geschenkband. 3,52 Euro ist ein super Preis, aber denken Sie natürlich auch wirklich an unser schönes Geschenkpapier, die Sets. Einmal für Weihnachten und einmal für die neutralen Anlässe. Da ist für jeden etwas dabei und vor allen Dingen auch für Faule wie mich. Also viel Spaß beim Geschenke einpacken.